Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 557. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke. Wahnsinn, so heißt das Stück tatsächlich. Und es passt sehr gut zur heutigen Episode, denn vorher erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und ihr habt Glück, denn ich hatte Glück, wir hatten Glück, wir alle haben Glück, denn ich war auf Reisen, wir waren auf Reisen, ich war auf Reisen und zwar mehr als gedacht. Wir waren im Sommerurlaub, den haben wir im Frühjahr geplant, der führt uns nach England, davon werde ich berichten. Wir waren 5 Tage in London, 5 Tage in Cornwall und 5 Tage in Oxford. So grob. Das war unser Familienurlaub. Und sogar Mareile war dabei. Die ist aus Köln dann direkt nach London gekommen. Und Sky war auch mit dabei. So richtig schön Familie. Vielleicht unser letzter Urlaub zu viert. Ich weiß es nicht. Aber wer weiß das schon. So. Und wir haben so viel erlebt. Das reicht für 3 Episoden. Eine über London, eine über Cornwall und eine über Oxford. Glaube ich zumindest, denn allein über den ersten Tag in London kann ich schon eine ganze Episode füllen, habe ich so den Eindruck und irgendwie wird mir das über die anderen Stationen auch gelingen. So, und dann ist noch was passiert und zwar bin ich direkt vor dem Urlaub, habe ich eine Nachricht bekommen von meiner Firma, dass unsere geplante Geschäftsreise, die eigentlich schon wieder abgesagt war, jetzt doch stattfinden sollte. Und zwar habe ich mich mit meinen anderen Lightroom iOS-Manager-Kolleginnen und Kollegen in New York getroffen und das war direkt in der Woche nach dem Urlaub. Das heißt, ich bin an einem Dienstag aus England zurückgekommen und war dann ein paar Tage zu Hause, bin am Sonntag gleich wieder losgeflogen nach New York. Das heißt, es gibt dann noch eine 4. Reiseepisode über New York, denn das war mein erstes Mal in dieser unfassbaren Stadt New York und da habe ich auch genug erlebt, um eine Episode zu füllen. Vor allem habe ich da sehr viel gegessen und mich gefüllt. Das war sehr gut. Ja, also der reinste Wahnsinn heute und ich lege einfach mal los mit dem ersten Tag in London. Es war ein Sonntag und unsere Anreise war mit dem Metronom abtastet. Nach Hamburg zum Flughafen und dann mit dem Flieger nach London. So weit, so gut. British Airways, ganz normal nach Heathrow geflogen. Denkt man so, dass dann der erste Tag einfach nur mit der Bahn oder mit dem Taxi dann in die Wohnung ist und fertig ist. Aber weit gefehlt, denn 2 Dinge sind gleich am ersten Tag in London passiert, die wir bei der Planung der Reise nicht so richtig im Blick hatten. Dabei hätten wir es eigentlich im Blick haben können. Denn es war ganz zufällig der Sonntag, an dem das Europameisterschaftsfinale zwischen England und Spanien stattgefunden hat. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, es hätte ja auch England gegen Deutschland werden können. Das wäre natürlich noch spannender gewesen, als Deutscher in England so ein Finale dort in einem Pub zu gucken. Aber England gegen Spanien war auch okay. Und übrigens, wie sich die deutschen Fans gegenüber dem spanischen Spieler, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, Cuchillo, nee, wie war denn das? Ist ja auch egal. Absolute Katastrophe, finde ich schrecklich. Die deutschen Fans, die da sich extra eine Karte gekauft haben, nur um den spanischen Spieler auszupfeifen beim Halbfinale und beim Finale gegen Spanien. Die sollen sich was schämen. Gut, so viel Haltungsblock muss sein. da habe ich natürlich gedacht, okay, wir landen so gegen, was war denn das? 15 Uhr oder so. Dann schaffen wir es ja irgendwie in die Wohnung und dann irgendwie einen Pub suchen und dann rechtzeitig da sein, dass wir auch noch ein Bierchen kriegen und uns das Spiel da angucken können mit irgendwelchen Engländern. Hatte ich große Lust zu. So. Und dann gab es aber noch ein Event, der gleich an dem Sonntag stattgefunden hat.
Und zwar hatte ich kurz vor Abreise, oh, ich habe einen Frosch im Hals. Entschuldigung, zwischendurch immer mal Schluck trinken und auf Pause drücken. Kurz vor der Abreise hatte ich mal geschaut, was denn so in London für Konzerte sind. Denn wir hatten zwar schon einen relativ vollen Terminplan, einige Sachen gebucht, komme ich ja gleich zu, was wir alles in London gemacht haben. Aber ein paar Abende waren noch frei und also für uns zum Beispiel der Dienstag und der Montagabend war auch noch frei. Ja, und die Kinder hatten für Dienstag schon was vor. Und da habe ich mal geguckt, was sind denn so in London für Konzerte? Wo könnte man denn mal hingehen? Und hatte dann für den Montagabend auch was ganz Lustiges gefunden. Aus Kanada eine Melodic Punk irgendwie. Sie hat einen ganz lustigen Stilbezeichnung, aber klang sehr interessant. Habe dann aber noch so ein bisschen weiter gesucht und habe dann auf einmal gesehen, Stray Kids. So. Es ist überhaupt nicht meine Musik, aber meine Kinder lieben das total. Und Stray Kids ist tatsächlich zufällig die absolute Lieblingsband von beiden. Also erst war Mareile da, Riesenfan, und Sky hat dann auch Feuer gefangen. Und beide sind Riesenfans der K-Pop-Band Stray Kids. Und das, ja, war dann halt aber leider am Sonntag schon, und zwar ein Festival im Hyde Park. So, ging natürlich schon am Nachmittag los, da waren wir noch gar nicht da oder mittags schon. Aber gut, die Idee war dann, wenn wir schon am Nachmittag da sind, dann können wir zu dritt zumindest schon einfach zum Hyde Park und gucken, ob man irgendwie was hört oder so. Weil wir wussten nicht, wie da das Festivalgelände ist, wie weiträumig das abgesperrt ist und so weiter und so fort. Mareile leider nicht, die ist erst abends um 10 aus Köln angekommen. Und das war dann halt offensichtlich schon zu spät, um dann noch irgendwie was zu hören. Na gut, also sind wir zu dritt dann nach der Landung erstmal in unsere Wohnung, Airbnb, und das war auch schon ein absolutes Highlight. Wir mussten den Schlüssel aus einem kleinen Einkaufsladen abholen. Das ist so ein Kiosk, Späti irgendwie mit Alkohol und Süßigkeiten. Und da musste man irgendwie einen Code angeben und dann hat man Schlüssel bekommen. War leider irgendwie auch ein paar Schritte weg von der Wohnung, aber haben dann alles relativ schnell gefunden. Und die Wohnung war der absolute Hammer. Also es war ja so ein bisschen schwierig, eine Wohnung zu finden, wo dann auch tatsächlich, also am besten brauchen wir immer eine Wohnung mit drei Schlafzimmern. Das ist zwar nicht Pflicht, aber wir brauchen halt mindestens vier Betten. Weil wenn man auf Airbnb nach Wohnungen für vier Erwachsene sucht, da findet man ganz häufig auch Wohnungen mit einem Doppelbett und dann irgendwie zwei Schlafsofas oder so. Wenn man da aber 5 Tage wohnen will, das ist für uns ein bisschen zu anstrengend. Also kann man natürlich machen, aber es ist halt, dann tut einem alles weh und man kann den Tag über eigentlich gar nichts machen. So, und dann hatten wir halt gesucht und man hätte entweder für sehr teuer mit einer Stunde Pendelzeit in die Stadt was gefunden oder für sehr, sehr teuer. Und damit meine ich wirklich wahnsinnig teuer. Also ich glaube, es war über 400 € die Nacht oder so. Etwas mitten in der Stadt gefunden, so dass man zu Fuß alle möglichen Sachen erledigen kann. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, was soll's. Wir haben letztes Jahr 2 Wochen Urlaub in Koblenz gemacht, wovon eine Woche Umzug war, und wir haben irgendwie sehr viel Zeit bei IKEA und mit Möbeln aufbauen verbracht. Das war natürlich auch teuer, aber nicht urlaubsteuer, sondern halt Wohnungseinrichten teuer. Ansonsten war das ein sehr günstiger Urlaub und irgendwie wollte ich es halt krachen lassen. Also wenn wir schon jetzt irgendwie richtig den letzten Urlaub zu viert vielleicht oder irgendwie nochmal, dann machen wir halt, gönnen wir uns das, dass wir das halt wirklich so schön wie möglich hinkriegen. Haben natürlich auch ein Hotel nehmen können, aber irgendwie dachte ich, nee, eine Wohnung, wo man vielleicht noch eine Küche hat und in Ruhe nochmal was frühstücken kann oder so, wäre auch nicht verkehrt. So, und dann konnte ich das so gar nicht so richtig erkennen, aber es sah schon irgendwie bei Airbnb so aus, als wäre das wirklich direkt an der Themse und so ein bisschen südlich und auf dem Ostufer, also südlich von Westminster und am Ostufer. Und dann kommen wir da an und es ist ein riesen Wohnkomplex, der super modern aussieht. Und spätestens jetzt an dieser Stelle solltet ihr mal auf MIG FM
/ep557 gehen. Das ist eine URL, also http://mik-martha-ida-konrad.fm Friedrich Martha oder Freddie Mercury. da findet ihr, das ist ein Link zur aktuellen Episode, also zur Webseite der aktuellen Episode, die ihr gerade hört. Denn ein Podcast besteht ja nicht nur aus einer Audiodatei, die ihr runterladen und anhören könnt, sondern gibt eine Webseite dazu. Und auf dieser Webseite findet ihr einen Link zu einem Fotoalbum. Denn ich habe natürlich sehr viele Fotos gemacht. Und auf diesem Fotoalbum, wenn ihr da das erste Bild anschaut, seht ihr den Blick, den wir gehabt hatten, aus dieser Wohnung. Also wir waren wirklich direkt an, also das ist das erste Foto, was ich im Urlaub gemacht habe. Ich glaube sogar noch mit meinem iPhone, oder? Nee, schon mit der Nikon ZF. Genau, einfach mal auf den Balkon. Wir hatten zwei Balkone und der eine war halt wirklich so fast über der Themse drüber. Da ist an der Themse am Ostufer ist so ein Fußweg und direkt da drüber war unsere Wohnung. Und auf diesem ersten Bild sieht man die Themse mit einer großen Brücke. Das ist die Vauxhall Bridge. Die war halt wirklich direkt neben uns. Und ganz rechts im Bild sieht man so ein Gebäude mit ganz viel Glas, das so ein bisschen geschwungen auf so einer Säule da steht. In genau so einem Dings wohnten wir. Und wenn ihr... im nächsten Bild sieht man den Innenhof von dem Gebäude. Aber ja, später kommt das nochmal quasi von der Brücke aus, wie dieses Gebäude aussah. Und im Hintergrund sieht man das London Eye, also das große Riesenrad. Ei, also wie Auge, nicht wie Ei. Obwohl es gerade so ein bisschen, ja, wenn man den richtigen Winkel kriegt, dann sieht es vielleicht auch aus wie ein Ei. Westminster und den Big Ben Turm, wie heißt der, Queen irgendwas Tower, kann man leider nicht sehen, weil da ein doofes anderes Hochhaus davor steht und auf der Brücke steht so ein Riesenkran. Der sieht nun nicht so schön aus, aber er steht da halt. Und das war so unser Blick. Und ich war ziemlich geflasht. Also dieser ganze Wohnkomplex, in dem wir da gewohnt haben. Ich gucke mal, wann das eigentlich kommt. Am nächsten Tag bin ich joggen gegangen und auf dem Rückweg vom Joggen sieht man diesen Wohnkomplex mal in ganz. Das ist ein bisschen weiter unten, das Bild. Und da kann ich dann, wenn ich da bin, nochmal beschreiben, welches die Wohnung ist, die wir hatten. Ja, so. Aber ich bin ja immer noch am ersten Tag, ich bin immer noch am Sonntag. Ich bin 12 Minuten in der Episode, das wird eine Katastrophe. Ich komme gar nicht durch London durch. Egal. Kurz in der Wohnung angekommen, kurz gestaunt. Riesenwohnzimmer, 3 Schlafzimmer. Das eine davon hatte allerdings kein Bett, sondern so ein Schlafsofa. Wenn man sich da draufgelegt hat, lag man auf so einer Metallstange. Es ging gar nicht. Das heißt, einer von uns hat dann immer im Wohnzimmer auf dem Sofa gepennt. Erste Nacht ich, dann die restlichen Nächte Mareile. Aber es war riesig und wir hatten ganz viel Platz. Wir hatten also 2 von den Schlafzimmern hatten eigene Badezimmer mit Dusche und dann gab es noch eine extra Badewanne, also ein extra Bad mit Wanne und Toilette. Und das war sehr luxuriös, also ganz toll. Leider so ein bisschen runtergekommen. Also man denkt, wenn man in so einem super modernen, super teuren Wohnhaus ist, dass dann auch die Innenausstattung irgendwie tippitoppi ist. Aber es sieht so aus, als wäre das ganze Ding in den 90ern gebaut. Ich könnte das nochmal googeln, wann dieser St. George Wharf Komplex gebaut ist. Aber die ganze Innenausstattung wirkt so, als wäre da seitdem nichts dran gemacht worden. Alles irgendwie teures Haus, aber günstige Innenausstattung. Vielleicht von Anfang an so als Vermietwohnung irgendwie gedacht gewesen. Und da waren halt lauter Flecken auf den Teppichen. In der Küche war oben rechts in der Ecke so ein bisschen, sah schon fast aus wie Schimmel, also so Flecken an der Wand. Die Küche sah toll aus, also eine ganz moderne Küche. Aber dann waren, also das Wohnzimmer hatte also eine große Glasfront zur Themse raus. Da hingen dann aber natürlich so Jalousien davor, die man da runterlassen konnte. Davon war die Hälfte kaputt. Also die ganzen Bändchen, die das dann irgendwie hochziehen, sind billig Ikea-Jalousie halt irgendwie. Also vielleicht nicht Ikea, sondern etwas anderes, aber also nach dem Motto. Und da war so ein bisschen, ja, kriegt man nicht richtig hoch, kriegt man nicht richtig runter, keine Ahnung. Also war so ein bisschen ranzig. Und das war natürlich schade. Hat dem Ganzen aber keinen großen Abbruch getan. Also es war trotzdem natürlich eine super tolle Wohnung. Preis-Leistung,
Naja, also da, man war halt wirklich mitten in der Stadt. Wir waren direkt am Vauxhall Bahnhof. Also da kann man, also direkt vor der Haustür war Eingang zur U-Bahn und ein riesen Busbahnhof. Das war schon nahezu perfekt, wie wir da gewohnt haben. Also viel, viel zentraler, viel besser kann man eigentlich gar nicht wohnen. Und der Blick da aus der Wohnung ist natürlich irgendwie der absolute Hammer. War schon toll. So, kurz Koffer abgestellt und Sky war auf Zinne und meinte, komm, wir fahren los. Ihr wollt doch in die Kneipe, ich will in Hyde Park. Dann sind wir halt zusammen in die U-Bahn gestiegen. Genau, das ist dann das dritte Bild. Mein erster Blick in die Londoner U-Bahn seit langer, langer Zeit. Die letzten Male, wenn ich in London war, bin ich nie U-Bahn gefahren. Also ich war jetzt nicht zum ersten Mal in London. Aber ja, so, und dann sind wir mit der U-Bahn. Was ist denn das vierte Bild? Ach so, das war der Fahrstuhl in diesem Gebäude, wo wir waren. In der St. George Wharf. Und da war das Display für, in welchem Stockwerk bin ich eigentlich gerade war, um 90 Grad gedreht. War ganz lustig. Also nicht das Bild ist gedreht, sondern das Display ist gedreht. Und Stockwerk minus 1 war halt bestimmt ein bisschen auf der Seite. Ja, sind wir zum Hyde Park gelaufen. Das nächste Bild ist nicht der Hyde Park, sondern das ist der Green Park oder so. Wie hieß der denn noch? Also wenn man Richtung Hyde Park fährt, dann kommt man The Green Park, genau. Sind wir da ausgestiegen und dann durch den Green Park zum Hyde Park gelaufen. Ist das so? Ja. Genau. Und da standen halt so, das war ganz nett, irgendwie Lichtsituation war nett und ich dachte, ich mache mal ein paar Fotos. Sind wir an so einem Kriegerdenkmal vorbeigekommen, wo Queen Elizabeth II. Das irgendwie eingeweiht hat. Ja, und dann kommen schon die Fotos auf dem Rückweg. Ja, Hyde Park, genau, dann sind wir dahin. Da war dann irgendwie groß was abgesperrt und man hörte die Band natürlich sehr laut. Also wer auch immer da gerade gespielt hat, Sky hat das auch nicht erkannt. Er kannte auch nicht alle Bands, die da vorher waren. Es gab noch eine weitere Band, die dort war, die sie auch toll fand, aber er auch toll fand, aber hat da irgendwie nicht gehört. Naja gut, er hat dann gesagt, ich will hier bleiben, ich will das anhören. Wir haben gesagt, wir wollen hier auf gar keinen Fall bleiben, uns den Krach anhören, weil wir beide nicht so die großen K-Pop-Fans sind. Und stattdessen wollte ich halt das EM-Finale in einem Pub gucken. Sind wir in einen Pub gegangen, The Three Tuns, TUN, also die drei Bierfässer. Sehr, sehr nett, ganz klein, gar nicht so klein. Zwei große Räume, drei große Räume sogar, ein bisschen verwinkelt. Ach so, wie man sich das vorstellt, sehr, sehr gemütlich, urig, leckere Biere. Und wir haben ein bisschen was gegessen, irgendwie so ein Chicken Burger gab es da, glaube ich. Sehr lecker. Und als wir reinkamen, waren alle Tische schon besetzt und wir haben uns dann zu zwei anderen Leuten dazu gefragt, hier ist hier noch frei, ja klar. Die Frau war tatsächlich Engländerin, er Amerikaner, aber beide lebten in New York. Und die haben zufällig nur gerade Urlaub in London gemacht. Und sie war natürlich Feuer und Flamme für England. Ich glaube, sie war auch nicht in London aufgewachsen. Die kam irgendwie aus, was hat sie gesagt? Leeds oder so? Keine Ahnung. Irgendeine andere englische Stadt. Genau. Aber beide waren eher so amerikanisch drauf eigentlich. Weiß nicht. War aber sehr nett. Jüngere Leute, also so 15, 20 Jahre jünger als wir. Und die Kneipe füllte sich ziemlich schnell. Und sehr schnell war nicht nur gar kein Sitzplatz mehr frei, sondern auch kein Stehplatz mehr. Also es gab dann schon Stress, dass dann Leute im Gang standen und dann die Sitzenden das den Monitor nicht mehr sehen konnten. Und es war sehr lustig. Und während wir dann da das Fußballspiel geguckt hatten, was alles wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, ich habe mich immer so ein bisschen geschämt, wenn der, wie heißt er denn, der Spanier mit den lustigen Haaren und der Nummer 27, glaube ich, ne? Könnte ich ja nochmal nachgucken. Immer wenn der den Ball hatte, hörte man halt aus den Lautsprechern die lauten Pfiffe der Deutschen. Ich habe mich echt geschämt.
Aber es hat Spaß gemacht. So, und England hat dann ja auch ein Tor geschossen. Ich glaube erst Spanien, ne? Und dann England. Und das war eine Explosion. Es gab zwischendurch immer Fangesänge und englische Hymne und hast du nicht gesehen. Also da war schon richtig Halligalli. Und ja, war genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte und hat sehr viel Spaß gemacht, da dieses Spiel zu gucken, auch als England dann am Ende verloren hatte. Eine Spanierin stand direkt hinter mir und die hat halt laut gejubelt, als das Tor für Spanien gefallen ist und am Ende dann eher leise gejubelt, aber es war alles nicht gefährlich, also es war ziemlich entspannt und sie hat sich halt benommen, würde ich mal sagen. Also natürlich hat sie sich sichtlich gefreut, aber es war irgendwie alles okay. So, während wir aber dieses Spiel gucken und unseren Spaß hatten, kriegen wir auf einmal eine WhatsApp-Nachricht von Sky, so, Papa, hier ist gerade eine Situation. Ich so, scheiße, was, jetzt muss ich hin. Ich bin drin. Hat er halt hinterher erzählt, da war ein Typ, ein bisschen älter, auch ein bisschen gruselig, dass er ihnen angesprochen hat und Sky stand da mit nach einem anderen Kind, ähnliches Alter, vielleicht ein Jahr jünger oder so. Und haben sich halt dort kennengelernt, haben beide irgendwie gemeinsam sich gefreut, dass sie da sind und Stray Kids zumindest hören können. Dann kam ein Typ auf die zu und fragte, hey, wollt ihr da rein? Und die beiden so, ja sicher, aber wir haben halt kein Geld und keine Karte. Und ja, ich habe zwei Karten über, ich wollte eigentlich rein, aber ich will jetzt lieber das Finale gucken. Und ich gebe euch die Karten hier. So, und dann ist er noch mit den beiden zum Eingang gegangen, um sicherzustellen, dass sie die Karten nicht verkaufen. Weil er einfach nur wollte, hier, ich mach zwei Jugendliche glücklich. Ja, und dann sind sie mit den Karten rein und waren halt drin. Der Typ ist dann weggegangen und dann waren sie halt drin und haben Stray Kids live gesehen, direkt vor der Bühne gestanden, so ungefähr. Also jetzt nicht, es gab keine Golden Circle Karten oder so, aber die hatten halt sehr gute Plätze, waren sehr nah dran. Und natürlich unfassbar glücklich. Also kann man sich gar nicht vorstellen, wie glücklich dieses Kind war, weil es halt absolute Lieblingsband, zuerst große Enttäuschung, dass da ein Konzert ist, von dem man vorher nichts wusste. Ich habe mich auch wirklich gewundert, dass ich dieses Konzert entdeckt habe und nicht die Kinder. Und dann, also ja, einfach auch kostenlos dieses Konzert sehen zu können, war halt für den ersten Tag in England gleich mal ein absolutes Knallererlebnis. Und ja, gar nicht wieder einzukriegen, das Kind. Genau, dann haben wir uns nach dem Konzert getroffen, war ein bisschen schwierig, waren sehr viele Straßen dann abgesperrt, ich glaube auch wegen des Festivals oder wegen des Finale, wer weiß das schon, warum. Aber wir haben uns dann irgendwie wiedergefunden, kurz bevor die Handy-Akkus alle waren und sind dann zurückgefahren. Da kam dann irgendwann auch Mareile an und die war dann natürlich erstmal völlig fertig von der Anreise und sehr, sehr traurig, dass ihr das eben nicht passiert ist. Natürlich hat sie sich auch für Sky sehr gefreut, aber war natürlich sehr enttäuscht, dass ihr das nicht passiert ist. Das hätte sie sich natürlich auch sehr gewünscht. Ich habe auf dem Rückweg noch ein paar Fotos gemacht, die sind auch mit im Fotoalbum. Also das erste Bild nach dem Mahnmal da ist einfach nur eine Londoner Straße. Mir hat das gefallen wegen der England-Flagge da. Und der Lichtsituation. Ich war mit meiner ZF unterwegs. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Eine etwas leichtere, kleinere, aber trotzdem Vollformat mit einem 40 mm Festbrennweitenobjektiv. Was aus Plastik, sehr billig, aber eine sehr, sehr gute Bildqualität hat und eine Öffnung von F2. Also macht echt Spaß, mit dieser Kombination durch die Stadt zu gehen. Habe mich übrigens später dazu entschieden, nach New York nur diese Kamera. Und zusätzlich zum 40mm Objektiv noch mal ein 24 bis 120er Zoom mitzunehmen. Es war eine sehr gute Entscheidung. Aber dazu vielleicht noch später. Genau, dann noch ein Schwarz-Weiß-Bild. Diese ZF hat nämlich einen Schalter eingebaut, mit dem man, nicht einen Menüeintrag, sondern einen physischen Schalter obendrauf, den kann man umlegen, zwischen Video, Farbbild und Schwarz-Weiß-Bild. Also macht da natürlich auch einfach nur ein Profil drauf, ein Schwarz-Weiß-Profil, aber ich hatte damit sehr viel Spaß und ein Schwarz-Weiß-Bild von Steff unter diesen Lämpchen gemacht, das ist das nächste Bild. Genau. Dann noch hier diese drei Räder, die mittlerweile in vielen Innenstädten
die Leute durch die Gegend kutschieren, habe ich eins fotografiert. Ein lustig beleuchtetes Haus und irgend so ein Triumphbogen da am Hyde Park oder außerhalb oder das Gleiche. Das nächste Bild ist so ein Fahrrad, stand neben mir an der Ampel und ich fand den Schatten so toll, weil die Scheibenbremse vom Vorderrad sieht man halt nicht direkt, weil da ein Bein vor ist, aber im Schatten und irgendwie mit dieser ganzen Struktur und dem Schatten und dem Rad, das hat mir sehr gut gefallen, das Bild. So ein bisschen Street Photography. Ja, ein roter Bus in Schwarz-Weiß ist dann auch in Grau. Und das nächste Bild ist dann tatsächlich unser Wohnzimmer. Auch in Schwarz-Weiß, aber da sieht man die kaputten Jalousien so ein bisschen, aber auch diese riesen Fensterfront, zwei gemütliche Lesesessel, im Vordergrund ganz dunkel, einen Tisch, wo noch ein Sofa dran ist, und noch ein, zwei Sofas, rechts ein Fernseher, den wir nicht angemacht haben. Aber so eine riesige Fensterfront, und das ist nur die Hälfte vom Wohnzimmer, das geht quasi da, von da, wo ich dieses Bild gemacht habe, rechts ist nochmal so ein Sitzbereich mit zwei Sofas und einem kleinen Tisch, und da ist dann auch der Balkon, von dem man Fotos machen kann. So, und das nächste Foto ist dann von diesem Balkon, Blick, der gleiche Blick wie das erste Bild, nur dass diesmal halt Nacht ist, und das London Eye war in, also das Riesenrad war in Rot-Weiß, also in den Farben der englischen Nationalmannschaft, der englischen Flagge halt, angeleuchtet, weil das ja gerade England im EM-Finale war. EU-Finale, genau. Ja, und dann nochmal mit einem Zoom, 120 mm und 2 Sekunden Langzeitbelichtung, damit die Themse schön glatt ist. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch die Bilder angucken oder habt euch die Bilder angeguckt oder guckt euch die morgen früh an, wenn ihr nicht mehr im Bett liegt. Was ist da oben eigentlich für ein Fleck? Muss ich den noch wegmachen? Da fliegt ein Flugzeug. Das ist natürlich in 2 Sekunden auch ein bisschen lang gezogen. Sehr lustig. Ja. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Und das ist auch nicht mit der ZF, sondern mit der Z8 gemacht, ne? Würde ich auch sagen, ja. Genau. Die ZF hat nämlich keine Auslöseverzögerung. Da muss man dann irgendwie so einen anderen Timer-Trick machen, damit man nicht an der Kamera wackelt, während man auslöst. Ja, und dann bin ich nochmal runtergegangen und das ist der Blick quasi aus unserem Gebäudekomplex raus. Das nächste Bild, da sieht man dann den Eingang zur U-Bahn-Station und die Bushaltestelle sozusagen. Sehr schön, genau, das war der Sonntag. Soweit, ich gucke mal in meinen Notizen, ob ich noch irgendwas über den Sonntag vergessen hat. Nö, das war's. 3 Tons habe ich jetzt erzählt, genau, mache ich mal eine Kapitelmarke. 27 Minuten. Wir sind schon immerhin am Montag, am ersten vollen Tag in London. Ich habe den Tag begonnen mit einer Runde laufen. Ich bin joggen gegangen. Ich finde das immer total gut, wenn man im Urlaub joggen geht, weil man dann ein bisschen mehr Dinge erkundet, als wenn man einfach nur spazieren geht oder wenn man nur zu einem bestimmten Ziel hingeht, weil beim Joggen sieht man dann nochmal Dinge, die man sonst nicht gesehen hätte. So, das erste Bild vom Montag ist so ein zerknittertes Haus. Also sieht wirklich witzig aus. Das ist direkt vor dem Battery-Ding, wie heißt das noch? Da ist so ein altes ehemaliges Kraftwerk gewesen. Battersea Power Station. Und an der Battersea Power Station, da wird kein Strom mehr produziert. Stattdessen ist da sind da Wohnungen und so Kultur, Kunst, Krams so. Das ist jetzt links von der Battersea Power Station oder östlich sozusagen, wenn man von Norden ranläuft. Es ist links. So, und der Wendehammer ist mit so einer komischen Skulptur. Und irgendwie passte diese Skulptur und das Haus, das passt irgendwie ganz lustig zusammen. Und beim Laufen habe ich ja nur mein iPhone dabei, aber damit kann man auch schöne Bilder machen. Ja, um die Battersea Power Station rum, war gerade für Olympia schon was vorbereitet. So eine Laufstrecke, ein bisschen gebogen und Liegestühle zum Olympia gucken. Wahrscheinlich wurde da auch EM geguckt, wer weiß das schon.
mit einem Zerrspiegel. Nächstes Bild bin ich in einem Zerrspiegel. Fand ich ganz lustig. Blank Street Paddle Club. Was auch immer. Ja. Joggen gewesen, ein paar Bilder. Das übernächste Bild ist dieses rote Gebäude mit diesen vier großen Schornsteinen dran. Das ist die Battersea Power Station, die keine Power Station mehr ist. Von der anderen Seite der Themse. Also ich bin auf der Ostseite der Themse nach Süden gelaufen, bis zur Battersea Power Station, daran vorbei, bis zur nächsten Brücke, wo man rübergehen kann, und auf der Westseite wieder zurück. Und das nächste Bild nach der Battersea Power Station ist dann schon St. George Wharf von der Vauxhall Bridge. Also der Gebäudekomplex, in dem wir gewohnt haben, sieht ein bisschen, weiß nicht, 90er Jahre futuristisch gedacht aus, mit sehr viel Glas, ein bisschen Stein und obendrauf so Flügeltürme. Also ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Schaut euch das Bild bitte an. Übrigens links von der Vauxhall Bridge, jetzt hier im Bild nicht drin, ist direkt der Geheimdienst MI6. Genau, haben direkt neben Mycroft Holmes gewohnt sozusagen. Genau, und wenn ihr euch dieses Bild anschaut, mit diesem St. George Wharf Wohnkomplex, dann sieht man da so vier Häuser, die hinten quasi miteinander verbunden sind, aber so nach vorne rausragen und obendrauf dann so eine Flügelstruktur haben. Und wir haben in dem zweiten von links gewohnt. Und zwar über der Säule das zweite Stockwerk sozusagen. Und dann die linke Hälfte von der Nase, das ist diese Glasfront, die ihr eben von innen gesehen habt. Und dann ist das erste Fenster, ist quasi immer noch das Wohnzimmer. Und dann zwei Balkone sozusagen nach hinten. Das war unsere Wohnung. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn man auf dem ersten Balkon sitzt, dann ist man da direkt über dem Fußweg unter dem Haus sozusagen, direkt an der Themse, und hat dann den Blick auf die Vauxhall Bridge, und weiter links quasi wäre dann noch das London Eye. Und deswegen habe ich dann ein Stück von dem ganz linken Wohnkomplex mit drauf, die Nase quasi, die da vorne rausgeht. Da haben wir gewohnt. Sehr geil. Ja, nächstes Bild. Da sind wir dann, wir wollten zum Shakespeare Globe, weil Sky gesagt hat, da war er schon mit der Schulklasse. Die hatten ja mal so einen England-Ausflug gemacht und wollten uns das zeigen. Und wie kommen wir da hin? Ja, am besten mit dem Boot direkt vor unserem Haus. Also war so ein Bootsanleger. Und das nächste Bild ist quasi vom Bootsanleger die Brücke. Und dahinter dann unser Haus. Wobei, das ist dann eben nicht unseres, sondern das rechts von uns. Ja, das nächste Bild bin ich in der Fähre, sehr glücklich, weil ich habe einen Kaffee und ich habe Urlaub und bin ganz entspannt. Ich habe noch tiefe Augenringe vom vielen Arbeiten vorher. Ja, genau, da hatte dann Sky, hat die ZF umgehabt und hat damit viel fotografiert. Auch das nächste Bild, Westminster mit dem Big Ben Turm. Und auch das alte Museum, in dem dann irgendein Musical lief, Shrek oder was? Genau, Shrek's Adventure als Musical lief in irgendeinem alten Museum direkt neben dem London Eye. Wahnsinnsgebäude. Ja, genau. Und dann schon hier, das nächste Bild ist schon Innenstadt, Skyline von London. Komische Gebäude. Das nächste Bild nach dem komischen, geschwungenen Gebäude ist Kunst. Und zwar auf der Millennium Bridge. Das ist ja diese Fußgängerbrücke, die von St. Paul sozusagen über die Themse rüberführt, direkt zum Shakespeare Globe. Und ich hatte mich gewundert, was dann da für Kunstwerke auf den Metallplatten dieser Brücke sind. Aber Steff wusste dann, hat er schon mal so eine Doku gesehen, irgendwie, das sind Künstler, die bemalen Kaugummireste. Also es sind einfach eingetretene Kaugummis. Und anstatt die Kaugummis zu entfernen, hat sich ein Künstler ausgedacht, er malt die mal an. Davon habe ich hier zwei, und das übernächste Bild, nachdem ich hier die London Bridge von der Millennium Bridge fotografiert hatte, und dahinter die Tower Bridge, habe ich noch eins. Und ich fand die total witzig. Also mir hat das echt Spaß gemacht, diese Dinge anzugucken.
dann ärgert man sich nicht so sehr über Kaugummis, die da eingetreten sind, sondern hat da ein bisschen Spaß. Übrigens, Shakespeare Globe wollten wir auch besichtigen, konnten wir aber nicht, kamen wir nicht rein. Stattdessen haben wir uns Karten gekauft für Richard III., ein Shakespeare-Stück, was im Shakespeare Globe aufgeführt worden ist. Da gab es noch Stehplätze. Also Shakespeare Globe ist ja so ein uraltes Theater, das kommt dann auch gleich. Ja, genau. Das wollten wir halt gerne sehen, drin sein. Und dann haben wir uns einfach Karten gekauft für das Stück. Und die sagten auch, ja, ihr müsst auch nicht das ganze Stück gucken. Stehplätze, da ist das normal, wenn zwischendurch mal jemand rausgeht. Aha, na gut. Besichtigung mit Theaterstück. Wir haben dann den Tag damit verbracht, noch irgendwie ein bisschen, ich wollte St. Paul eigentlich besichtigen, aber da war es schon 4 und St. Paul konnte man nicht mehr besichtigen, die große Kathedrale. Stattdessen sind wir dann weitergegangen, haben eine große alte Markthalle gefunden, so ein Fleischmarkt mit sehr hübschen Stahlkonstruktionen und alten roten Telefonzellen, alles auf den Film. Wir wollten eigentlich Kaffee trinken und was essen, aber überall gab es diese German Döner. gab es übrigens in New York auch, also German Döner scheint irgendwie ein Ding zu sein. Also ich wusste zwar, dass Döner eine deutsche Erfindung ist, viele Deutsche denken, ja, Döner wäre was Türkisches. Tatsächlich gibt es auch dieses Drehspießzeugs beim Türken, wahrscheinlich in der Türkei auch, aber das dann in ein Brot zu stopfen mit Salat, das haben sich die türkischen Einwanderer in Deutschland ausgedacht. Was ich nicht wusste, ist, dass dieses Konzept auch jetzt als Fast Food in anderen Städten oder in anderen Ländern irgendwie gut ankommt und dort dann halt German Döner, also ein O-Umlaut haben sie halt nicht, German Döner ist da ein Ding, fand ich lustig. Ja, haben irgendwo Kaffee getrunken. Danach waren wir noch im Orks Nest. Wir waren noch kurz shoppen, denn wir wollten also noch D&D spielen. Dungeons and Dragons, ein Tabletop-Würfelspiel. So ein Adventure. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Wenn ihr die Fernsehserie, wie heißt sie denn? Stranger Things geguckt habt. Das ist das, was die dann da immer spielen. Also da gibt es verschiedene Modelle. Das Schwarze Auge haben meine Kumpels früher mal gespielt. Es gab noch Advanced D&D, also Advanced Dungeons and Dragons. Letztendlich sind das halt so Rollenspiele. Jeder Spieler hat einen Charakter, einen Charakter, weiß nicht, ist das die richtige Übersetzung? Und es gibt einen Dungeon Master, einen Spielleiter, der das Abenteuer vorbereitet. Und dann quasi die Welt simuliert, in der sich dann die Abenteurer bewegen. Und man braucht Würfel. Wir hatten keine Würfel dabei. Also waren wir im Orks Nest, um Würfel zu kaufen und haben dort sehr schöne Würfel gefunden. Und nicht nur Würfel, sondern im Orks Nest gab es auch ganz viele Tabletop, also Brettspiele. Und das war sehr schön dort. Ja, guter Laden. Ja. Das war dann auch schon der Montag. Wir sind dann am Montag nicht mehr abends ins Konzert gegangen, sondern noch zum Essen in ein K-Pop-Restaurant. Ja, K-Pop. Hat Mareile wenigstens K-Pop im koreanischen Restaurant gehört. Ich fand das ein bisschen anstrengend dort, die Musik. Aber das Essen war gut und koreanisches Essen ist halt fantastisch. Kommen wir zum Dienstag. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen durcheinander gekommen. Wir waren nämlich an dem Montag gar nicht beim Orks Nest, sondern am Dienstag. Wir waren am Montag nur noch im Café und sind so ein bisschen durch Soho gelaufen. Dienstag Orks Nest, das war so der erste Termin. Wir hatten ja für nachmittags um 2 hatten wir die Karten für Shakespeare Globe und sind dann vormittags nur so ein bisschen rumgelaufen. Wollten eigentlich einen Harry Potter Laden angucken, haben dann aber ein Doc Martens Geschäft gefunden. Stellte sich raus, dass es der neue Doc Martens Flagship Store ist, also der Hauptladen von Doc Martens. Und weil London ja die Heimat von Doc Martens ist, ist das der weltweite Flagship Store gewesen. Da waren wir sehr stolz drauf. War jetzt nicht so viel größer als der Doc Martens Laden in Hamburg oder Berlin oder so. Aber sie hatten das ganz, ganz neue Modell Doc Martens mit einem sehr weichen Leder.
Normalerweise sind Doc Martens ja so ein eher festeres Leder. Man muss erstmal irgendwie ein paar Wochen die Schuhe einlaufen, bis sie bequem sind. Deswegen trage ich übrigens keine Doc Martens, weil mir war das, ich hatte mal welche, die waren mir zu. Man sagte mir dann, ja, die musst du halt ein paar Tage einlaufen. Es hat bei mir nicht geklappt, die sind halt nicht weich geworden. Und ich habe sie dann irgendwann einfach nicht mehr getragen, das war mir dann zu schade. Und jetzt gibt's aber welche mit einem sehr weichen Leder, ganz neu, gab es auch online noch gar nicht und in Deutschland noch gar nicht, aber eben dort und meine Frau sich neue Doc Martens gekauft und die sehen auch sehr bequem aus und ich war fast ein bisschen neidisch, aber in meiner Größe gibt's die dann natürlich nicht. Ja, Mittag gegessen bei BrewDog, das nächste Foto in dem Album. BrewDog habe ich nicht drin, ist dann schon der Shakespeare Globe. Also und dann sind wir da rein und was dort zu sehen ist, ist eine sehr bunte Bühne mit großen Marmorsäulen links und rechts und sehr viel Holz und bemaltes Holz und oben sieht man lauter so astronomische Sterne. Eigentlich ist es eher so astrologische Stern-Tierkreismalereien und ein Engel mit Posaunen und also sehr hübsch bemalt, geschmückt und leider sind die Säulen eingepackt mit so Stabmatten, aber zu dem Ganzen kein Abbruch. Ja, genau. Das war sehr schön. So, dann habe ich noch ein bisschen links und rechts die Logen fotografiert, weil die auch so hübsch bemalt waren mit lauter Sachen drin. Oben die Decke. Man sieht das Reetdach auf dem einen Foto, weil das Ding ist halt so alt, da ist Reetdach drauf. Der eine Gast, der in einer Loge saß, hat gemerkt, dass ich da mit meinem Tele irgendwie fotografiert habe und hat dann gewunken. Das fand ich total nett. Habe ich zurückgewunken. Ich weiß gar nicht, ob er vielleicht gar nicht fotografiert werden wollte oder einfach nur gesehen hat, hey, da fotografiert einer, dann winke ich mal. Er war ganz entspannt und es war sehr nett. Und er saß halt in einer Loge mit einem sehr schönen Bild, The Elements. Ja. Mit Wasser und was ist es? Kann ich nicht lesen. Ignis. Vielleicht Feuer? Aqua Ignis. Was heißt denn Ignis? Weiß ich nicht. Ihr werdet es wissen und mir bestimmt auf Mastodon schreiben. Danke dafür schon mal. Ja, nach dem Shakespeare Globe, das war der Dienstag, sind wir zurück zur Wohnung, denn die Kinder hatten abends einen Termin mit Karten für ein Musical. Das hatte Mareide Sky zum Geburtstag geschenkt. Mit der Hilfe von meiner Mutter und mir sind die dann nochmal ins extra Musical gegangen. Was war das nochmal? Mean Girls. Hatten einen großen Spaß. Ist wohl gut, Mean Girls in London. Ja, ein bisschen Bus, aus dem Bus raus fotografiert. Das Bild mit dem Schild, mit dem Straßenschild, das ist auch direkt da am Vauxhall Bahnhof und im Hintergrund sieht man unseren Wohnkomplex schon. Fand ich ganz lustig, so aus dem Bus raus. Ja, St. George Wharf, unser Wohnkomplex. Dann habe ich ein Foto gemacht von den Stufen zur S-Bahn, weil in London haben die Stufen, wenn man, nicht zur S-Bahn, zur U-Bahn, wenn man zur U-Bahn, zur Metro, zur Tube runtergeht, dann sind die Stufen alle mit so Metall versehen. Also das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht. Also und irgendwie war mir das aufgefallen, dass das bei ganz vielen Stationen so ist, musste ich ein Foto von machen. Fand ich gut. So, das nächste Bild ist einfach sehr viel Murals, also Sprayer-Kunst. Fand ich gut. So ein halbes Haus. Abgestützt. Und ein Parkhaus mit ganz viel Schrift drauf. Fand ich auch gut. Ja, meine Frau und ich sind nicht ins Musical gegangen an dem Abend, sondern wir hatten uns einen Tisch reserviert bei Die Schum. Das ist eine Kette, indisches Restaurant. Und es war sehr gut, dass wir uns Plätze reserviert hatten. Und auch schon sehr früh, irgendwie 16:45 oder so, hatten wir die Plätze reserviert. Denn wenn man später kommt und keinen Tisch reserviert hat, dann steht man da lange an. Also es gibt ja so Restaurants, die so gut sind und auch so bekannt sind, dass sich die Leute wirklich eine halbe Stunde in die Schlange stellen, um dort zu essen. Die Schum ist so eins. Wir hatten auch schon am Tag vorher das andere Die Schum. Es gibt mehrere Die Schums in London.
Wir waren im Shoreditch, die Schuhen, und es gibt noch ein anderes, da sind wir dran vorbeigekommen, da war auch eine ewig lange Schlange davor. Ja, wir hatten keine Schlange, wir waren rechtzeitig da und haben dort sehr, sehr lecker gegessen. Und weil in Shoreditch, das ist so ein Stadtteil nördlich von St. Paul sozusagen, auch das Adobe-Büro ist, bin ich da auch rein, weil ich wusste, da gibt's eine Dachterrasse. Ich wusste aber nicht mehr, also ich war dort schon mal im Büro, als ich da mal gearbeitet habe, und ich wusste aber nicht mehr, dass man, um auf die Dachterrasse zu kommen, noch einen extra Schlüssel braucht. Ja, zum Glück habe ich dann einen Arbeitskollegen getroffen, den kannte ich nicht, aber der saß da alleine am Schreibtisch und guckte schon so, was wir denn da machen. Und da habe ich ihn angesprochen und gefragt, hey, ich kann mich erinnern, dass man hier irgendwie auf die Dachterrasse kam, aber ich weiß nicht mehr wie. Und dann hat er uns halt seine extra Zugangskarte gegeben, die brauchte man eigentlich auch fürs Haus, aber unten sind wir halt vom Pförtner reingelassen worden. Und dann waren wir auf der Dachterrasse und der Blick von dort auf die Stadt ist halt fantastisch und noch fantastischer, wenn man einen Regenbogen hat. Und wir hatten halt den Blick da auf diese kruden Hochhäuser, wie heißen die denn noch? Die sind zwar irgendwie ganz bekannt, aber ich finde sie ganz hässlich. Barbican. Die Barbican-Hochhäuser, genau. Also brutalistisch, kann man interessant finden. Ich finde sie hässlich, aber links vom Barbican ist St. Paul, der Dom, und dann zwischen dem zweiten und dritten, also dem mittleren und dem rechten Barbican-Hochhaus, ist das London Eye. Leider ist unsere Wohnung nicht mit drauf. Also ich dachte, vielleicht ist rechts vom rechten Barbican dann unsere Wohnung zu sehen, aber leider nicht. Ach hier, der Big Ben ist auch noch mit drauf. Rechts vom London Eye. Ja, schöne Perspektive auf die Stadt. Und ja, man sieht da oben die Dachterrasse mit Kunstrasen. Unter der Dachterrasse, gibt es noch ein Bild, wo man das sehen kann? Nee. Unter der Dachterrasse gibt es noch eine Laufbahn übrigens, also ein Stockwerk tiefer ist außenrum ums Haus eine Laufstrecke mit Tartan. Und da kann man halt immer ums Haus rum joggen, quasi im, weiß nicht, 20. Stockwerk oder so. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke dieses Hochhaus hat, aber ich glaube, Adobe war im 10. oder so und das hier war nochmal deutlich höher. Kann man halt, ist eine schöne Laufstrecke, so weit oben. Natürlich mit Geländer, also man fällt da nicht runter. Ja. Skyline von London ist schon beeindruckend gewesen. Mal runter fotografiert auf das Parkhaus mit der großen Schrift und der kleinen Kirche dahinter. Von da oben sieht alles immer so ganz klein aus. Genau, da sind wir schon wieder zurückgelatscht und auf dem Rückweg haben wir dann nochmal einen ordentlichen Umweg gemacht. Sind zum Tower gegangen. Auf dem Weg dorthin habe ich einen Mann mit Hut gesehen. Christian, mein Bandkollege und bester Freund, der fotografiert immer ganz gerne Leute mit Hut. Und ich versuche in jedem Urlaub immer ein Foto zu machen von jemandem mit Hut. Und meistens ist es aber kein echter Hut. In diesem Fall habe ich in einen WeWork Coworking Space rein fotografiert und da saß halt ein Typ am Fenster und hinter ihm an der Wand ist so eine Neonröhreninstallation, die aussieht wie ein Hut mit Feder und sein Kopf war halt direkt in diesem Hut drin. Das fand ich ganz gut. Weiß ich gar nicht, ob ich ihm das schon geschickt habe. Muss ich vielleicht nochmal machen. Ja, und das ist dann, die nächsten Fotos sind von dem Spaziergang von Shoreditch über den Tower zurück, also über die Tower Bridge sind wir gegangen. Ja, und dann mit dem Bus zurück. Ja, dieses geschwungene Hochhaus, das ich da im Kontrast zu den alten Gebäuden fotografiert habe, habe ich vergessen, wie das heißt, aber das ist auch so ein Landmark-Ding. Das ist nicht The Shard. The Shard war vorhin schon mal, das ist dieser ganz spitze, bisschen splitterige. Ja, Tower habe ich auch fotografiert. Ich fand das lustig, dass da auf dem Tower so ein weißes Wachhäuschen-Ausguck drauf ist, das irgendwie zu weit rechts steht. Also es ragt halt über den Bogen vom Tower quasi hinaus. Sieht so ein bisschen kippelig aus. Nicht, dass das da runterfällt. Gegenüber vom Tower ist ein komisches Glasei. Das Foto habe ich aber eigentlich nur gemacht, weil da so ein Bobby mit so einer Pelzmütze, wie heißen die? So ein Wachsoldat mit der hohen Pelzmütze, die haben da auch irgendwie einen Namen. Habe ich vergessen. Ist auch egal. Der läuft da so längs.
Man kann ihn sehen, er ist rot. Er ist das Einzige, was rot ist im Bild. Vielleicht sollte ich das Bild so bearbeiten, dass es komplett schwarz-weiß ist, bis auf das Rot. Das mal eben machen. Ah, nee, mache ich jetzt nicht. Bin ich schon zu spät dran. Hier muss man ein bisschen weiter vorankommen. Da gab es dann noch eine Parade mit komischen Kanonen. Auf dem Tower gab es eine Metallkonstruktion von einem virtuellen Bogenschützen. Ja, und dann Tower. Und dann sind wir am Tower vorbeigegangen zur Tower Bridge, weil es war dann Sonnenuntergang. Und spätestens jetzt solltet ihr euch die Bilder mit einem HDR-Monitor auf einem HDR-fähigen Browser angucken. Was ist nochmal HDR-Fotografie? Habe ich schon mal eine Episode dazu gemacht. Das bedeutet, dass Bilder nicht in 8-Bit-JPEG gespeichert werden, sondern mit mehr Bits. Und das bedeutet, es kann noch etwas Helleres abgebildet werden als Weiß. Weiß ist zwar am Monitor eigentlich immer das Hellste, aber neuere Monitore können halt noch heller leuchten, haben mehr Nits, also das bedeutet Leuchtkraft pro Pixel sozusagen. Und ja, auf Handys ist es leider ein bisschen schwierig, weil es da keinen Webbrowser gibt, der HDR unterstützt. Das heißt, ihr müsstet das auf einem moderneren, größeren iPad oder auf einem Rechner, also ein MacBook Pro oder irgendwas, was irgendwie halt ein HDR-Display hat, in Chrome, weil Chrome kann HDR darstellen. In Lightroom könnte es natürlich leider nicht öffnen, weil ich das Bild nur, dieses Album nur als Webshare euch geschickt habe. Ja, aber wenn ihr das in HDR anguckt, dann kommen jetzt die Bilder, die ich vom Sonnenuntergang von der Tower Bridge gemacht habe. Und das war einfach fantastisch, wie das da aussah. Also die Tower Bridge so ganz stark von der Seite beleuchtet, natürlich rappelvoll. Das war der Ort in London, wo wir die meisten Touristen gesehen haben. Das war schon fast ein bisschen anstrengend, aber dann so die Sonne hinter den Wolken, ganz tolles Spiel. Da habe ich dann auch ganz viele Bracketing-Aufnahmen gemacht. Also da macht dann die Kamera ein paar unterbelichtete, ein richtig belichtetes und ein paar überbelichtete Bilder, damit eben auch die, damit nichts ausbrennt, aber auch nichts in den Schatten absäuft, kann man dann hinterher in Lightroom zusammenfügen. Oh Gott, wie habe ich denn das hier bearbeitet? Das ist viel zu hell. Da muss ich nochmal rangehen. So. Ah, genau. Und dann sieht man halt sowohl in den Schatten schöne Strukturen als auch in den Lichtern. Und dieses Bild hier, wie heißt denn das? Achso, ich habe noch gar keinen Namen gegeben. Soll ich den ganzen Bildern nochmal einen Namen geben? Image 459. Ach, das ist mit dem iPhone gemacht. Deswegen sah das so komisch aus. Kann ich jetzt nicht Bracketing erzählen, ne? Wo habe ich denn hier Bracketing-Bilder? Also da, als ich da rüber war über die Tower Bridge, wo ist denn hier? Achso, mit dem, von dem Kriegsschiff, das ist doch bestimmt. Genau, da habe ich TZ80630-HDR.DNG. -HDR.DNG bedeutet, ich habe in Lightroom die verschiedenen Belichtungen, also unterbelichtet und überbelichtet, zusammengefasst. Und dann eben, dann werden halt die hellen Bereiche von dem unterbelichteten Bild und die dunklen Bereiche von dem überbelichteten Bild genommen. Und dadurch kann man dann, in den Schatten sehr viele Strukturen erkennen und in den Lichtern eben auch noch. Also der Himmel ist da auch nicht komplett ausgebrannt und so. Genau. Mir gefällt es. Ich find's sehr, sehr schön. Auch das iPhone kann auch tolle HDR-Bilder machen. Macht es übrigens normalerweise auch immer. Wenn man das nicht explizit ausschaltet und auf JPEG stellt, sind das alles HDR-Bilder, die ihr mit dem iPhone macht oder auch mit einem modernen Android-Telefon. Die werden dann immer erst zu JPEGs runtergerechnet, wenn man sie bei Instagram oder WhatsApp oder wo auch immer hochlädt. Und dann sehen sie auf einmal nicht mehr so toll aus wie auf dem iPhone selbst, weil das iPhone kann halt HDR darstellen. Und wenn das dann aber kaputt gerechnet wird von Instagram oder WhatsApp und ein 8-Bit-JPEG draus kommt, dann leuchtet es auf einmal nicht mehr so. Ja, Tower Bridge, sehr schön. Einmal habe ich mich mitten auf die Straße gestellt bei der Tower Bridge, da kam gerade kein Auto und schnell ein Bild gemacht, direkt aus der Mitte. Super, genau. So, dann der White Tower. Also der Tower ist ja irgendwie relativ groß geworden. In der Mitte vom Tower steht der White Tower. Das ist dieses Gebäude, quadratische Gebäude mit den vier Türmchen. Das ist der älteste Bereich vom Tower. Deswegen habe ich da nochmal
eine besondere, schöne Aufnahme gemacht. Ja, ach, und ganz viele HDR-Bilder. Ja, der Tag, der Dienstag endet mit einem weiteren Bild vom London Eye vom Balkon, weil es diesmal in lila war. Gut. So, ich merke gerade, dass ich viel zu ausschweifend erzählt habe. Es ist jetzt schon fast eine Stunde, diese Episode. Und deswegen mache ich einfach zwei Episoden aus London. Hey, dann gibt es noch mehr Reiseepisoden. Wahrscheinlich kann ich den Rest des Jahres einfach nur immer ein paar Tage von diesem Urlaub erzählen und werde der Worte nicht müde. Ist ein bisschen schade, denn in dem zweiten Teil von meinem London-Bericht werden wir am Donnerstag, glaube ich, im Regent's Park vorbeikommen, am Queen Mary's Rose Garden. Und das hätte sehr gut zu diesem Rilke gepasst. Wie gesagt, der Rilke heißt Wahnsinn. Achso, ich muss hier mal Kapitel machen. Ne? Also der Rilke der Woche heißt der Wahnsinn. Und da geht es um eine Königin Marie. Und das hätte natürlich zum Queen Mary's Rose Garden gepasst. Wie die Faust aufs Auge. Davon erzähle ich euch dann aber in der nächsten Episode. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also, Rainer Maria Rilke, der Wahnsinn. Moment. Da, so. Sie muss immer sinnen. Ich bin. Wer bist du denn, Marie? Eine Königin. In die Knie vor mir, in die Knie. Sie muss immer weinen. Ich war. Wer warst du denn, Marie? Ein Niemandskind, ganz arm und bar. Und ich kann dir nicht sagen, wie. Und wurdest aus einem solchen Kind eine Fürstin, vor der man kniet, weil die Dinge alle anders sind, als man sie beim Betteln sieht. So haben die Dinge dich groß gemacht und kannst du noch sagen, wann? Eine Nacht, über eine Nacht, und sie sprachen mich anders an. Ich trat in die Gasse hinaus und sie, die ist wie mit Saiten bespannt, da wurde Marie Melodie und tanzte von Rand zu Rand. Die Leute schlichen so ängstlich hin, wie hart an die Häuser gepflanzt, denn das darf doch nur eine Königin, dass sie tanzt in den Gassen, tanzt. Ja. Dann kommen wir noch zum Herrn Goethe. Johann Wolfgang von Goethe ist in Cento auf seiner italienischen Reise. Wir sind bei Position 1410 von 8276, Entschuldigung, 17% von der italienischen Reise haben wir geschafft. Augen zu und zugehört. Cento den 17. abends. In einer besseren Stimmung als gestern schreibe ich aus Guercins Vaterstadt. Es ist aber auch ein ganz anderer Zustand, ein freundliches, wohlgebautes Städtchen von ungefähr 5000 Einwohnern, nahrhaft, lebendig, reinlich, in einer unübersehlich bebauten Plaine. Ich bestieg nach meiner Gewohnheit sogleich den Turm, ein Meer von Pappelspitzen, zwischen denen man in der Nähe kleine Bauerhöfchen erblickt, jedes mit seinem eigenen Feld umgeben, köstlicher Boden, ein mildes Klima. Es war ein Herbstabend, wie wir unserem Sommer selten einen verdanken. Der Himmel, den ganzen Tag bedeckt, heiterte sich auf, die Wolken warfen sich nord- und südwärts an die Gebirge, und ich hoffe einen schönen morgenden Tag. Hier sah ich die Apenninen, denen ich mich nähere, zum ersten Mal. Der Winter dauert hier nur Dezember und Januar. Ein regniger April, übrigens nach Beschaffenheit der Jahreszeit gut Wetter. Nie anhaltender Regen, doch war dieser September besser und wärmer als ihr August. Die Apenninen begrüßte ich freundlich im Süden, denn ich habe der Flächen bald genug. Morgen schreibe ich dort an ihrem Fuße. Guercino liebte seine Vaterstadt, wie überhaupt die Italiener diesen Lokalpatriotismus im höchsten Sinne hegen und pflegen. Aus welchem schönen Gefühl so viel köstliche Anstalten, ja, die Menge Ortsheilige entsprungen sind. Unter jenes Meisters Leitung entstand nun hier eine Malerakademie.
Er hinterließ mehrere Bilder, an denen sich noch der Bürger freut, die es aber auch wert sind. Gressin ist ein heiliger Name und im Munde der Kinder wie der Alten. Sehr lieb war mir das Bild, den auferstandenen Christus vorstellend, der seiner Mutter erscheint. Vor ihm kniend blickt sie auf ihn mit unbeschreiblicher Innigkeit. Ihre Linke berührt seinen Leib gleich unter der unseligen Wunde, die das ganze Bild verdirbt. Er hat seine linke Hand um ihren Hals gelegt und biegt sich, um sie bequemer anzusehen, ein wenig mit dem Körper zurück. Dieses gibt der Figur etwas, ich will nicht sagen Gezwungenes, aber doch Fremdes. Dessen ungeachtet bleibt sie unendlich angenehm. Der stilltraurige Blick, mit dem er sie ansieht, ist einzig, als wenn ihm die Erinnerung seiner und ihrer Leiden durch die Auferstehung nicht gleich geheilt von der edlen Seele schwebte. Strange hat das Bild gestochen. Strange wollte ich schon sagen, aber wahrscheinlich erst Strange. Ich wünschte, dass meine Freunde wenigstens diese Kopie sehen. Darauf gewann eine Madonna meine Neigung. Das Kind verlangt nach der Brust, sie zaudert und schamhaft den Busen zu entblößen. Natürlich, edel, köstlich und schön. Ferner eine Maria, die dem vor ihr stehenden und nach den Zuschauern gerichteten Kinde den Arm führt, dass es mit aufgehobenen Fingern den Segen austeile. Ein im Sinn der katholischen Mythologie sehr glücklicher und oft wiederholter Gedanke. Gersen ist ein innerlich braver, männlich gesunder Maler ohne Rohheit. Vielmehr haben seine Sachen eine zarte moralische Grazie, eine ruhige Freiheit und Großheit, dabei etwas Eigenes, dass man seine Werke, wenn man einmal das Auge darauf gebildet hat, nicht verkennen wird. Die Leichtigkeit, Reinlichkeit und Vollendung seines Pinsels setzt in Erstaunen. Er bedient sich besonders schöner, ins Braunrote gebrochener Farben zu seinen Gewändern. Diese harmonieren gar gut mit dem Blauen, das er auch gerne anbringt. Die Gegenstände der übrigen Bilder sind mehr oder weniger unglücklich. Der gute Künstler hat sich gemartert und doch Erfindung und Pinsel, Geist und Hand verschwendet und verloren. Mir ist aber sehr lieb und wert, dass ich auch diesen schönen Kunstkreis gesehen habe, obgleich ein solches Vorüberrennen wenig Genuss und Belehrung gewährt. Ja. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr habt auch schöne Bilder gesehen. Wenn ihr euch für Bilder interessiert, wie der Herr Goethe, auch schöne Bilder gesehen. Davon dann in den nächsten Episoden. Ich hab euch alle lieb, wollte ich sagen. Genau. Ich habe schon so lange keine Episode aufgenommen. Die letzten hatte ich ja vorproduziert, weil ich ja im Urlaub war. Genau. Und jetzt geht's hier endlich wieder weiter mit Einschlafen-Podcast-Produktion. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.